meinem Kanal. Heute habe ich für euch eine sehr, sehr coole Review und auch mit Lip-Swatches und Lippen-Swatches. Deswegen sehen meine Lippen auch so völlig ramponiert aus. Ich habe für euch heute die neue Gigi Hadid Maybelline Kollektion und zwar die ganzen 6 Lippenfarben, die sie rausgebracht hat. Ich habe sie mir alle bei Douglas bestellt und zwar, ich war sehr, sehr, sehr freudig über die Nachricht, dass praktisch die Kollektion von Maybelline und Gigi Hadid in Kooperation hier nach Deutschland kommt. Sie hat nicht nur, also ich habe jetzt hier das Nude Set, das wären einmal die Farbe Erin, wie heißt das? McCall und Tora. Das wären die, die Nude-Version. Packaging ist sehr, sehr schön. Also die sind silber gehalten. Es kommt immer mit einem Lippenstift, der übrigens matt ist. Also wie ihr jetzt seht, ich habe eine wunderschöne Farbe drauf. Ich bin auch so obsessed von ihr. Das ist die Farbe Austin und das ist eines von der Kollektion der roten Lippenstifte. Das wären die Nudes. Und dann habe ich noch die anderen 3 Farben. Das wäre von dieser Lani, wie heißt das? Kyle oder so. Und Austin, ich habe Austin drauf und das ist ein wunderschönes Rot-Orange. Ich werde euch alle diese Lippenstiften geswatcht auf meine Lippen zeigen, weil bei Lippenstiften finde ich es immer schwierig. Ich habe ja sonst mal auch Swatches auf der Hand gemacht, aber ich finde es auch sehr wichtig, dass ihr seht, wie die performen, wie die aussehen, wie die diese Lippencrayons dazu halt funktionieren. Ich zeige euch mal stellvertretend diese Farbe, die ich jetzt drauf habe, wie dieses Packaging aussieht und praktisch, wie sie sich auftragen lassen. Und anschließend geht ihr absolut in die Lip Swatches und da hoffe ich auch, dass euch die absolut gefallen, weil meine Lippen tun so weh. Also, die Gigi Hadid Kollektion kommt in einer sehr, sehr schönen, ich sage mal Kim Kardashian rosa Farbe, weil dieses Rosa wohl irgendwie sehr populär ist. Letztes und dieses Jahr, das ist so ein richtig schönes, wie nennt man denn das? So ein ganz zartes Hautrosa, ja. Unten drunter steht dann der Name. Das ist natürlich diese Farbe Austin, die ich drauf habe. Da steht dann in Goldschrift Gigi Hadid. Und dann G, ich denke mal, das ist ein G und ein H. Doch, das kann man ja sehen. Ein G hier und ein H. Und total, das ist jetzt so, das Ding muss ich noch abholen, aber es ist echt schwierig, das muss man mit einer Pinzette machen. Und immer zu der jeweiligen Farbe kommt passend ein Lip Liner dazu. Die passen sehr, sehr gut, wie ihr dann in dem Swatch-Video dann auch sehen werdet. Sehr, sehr coole Farben, das ist der von Austin, der ist unnormal geil. Zumal ich auch denke, ich könnte auch von Kahir oder von der anderen Farbe praktisch die verwenden, um so ein bisschen so einen Ombre-Look zu zaubern. Aber eins kann ich euch zu den Lip-Crayons sagen, zu diesen Lippenstiften, Lip-Linern. Die sind super weich. Die sind super weich. Die lassen sich unnormal schön auf der Lippe auftragen. Ihr habt überhaupt gar keine Probleme mit dem Auftrag. Sie sind sehr, sehr durchgängig, sehr, sehr, sehr super durchgefärbt. Das heißt, auch zu jeder Farbe habt ihr wirklich den absolut passenden Lip Liner. Und ich finde das Packaging sehr, sehr gut. Ich habe ja noch ein paar andere Maybelline Produkte. Und zwar, Maybelline ist die einzige Marke, die in mein Haus einziehen darf, die nicht cruelty free ist. Das hat auch folgenden Grund. Maybelline hat mit Abstand für mich, für meine ölige Haut, die beste Foundation. Das wäre diese Matte & Poreless Foundation in dieser Tube. Und einmal auch diese Luminous & Smooth Foundation, die ich beide sehr gut vertrage und auch irgendwo auch benutzen kann. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich sehr oft das Problem gehabt, dass meine Haut einfach so krass ölig wird. Also wenn ich für sehr, sehr große Events, sagen wir mal für Geburtstage oder für Hochzeiten von Freunden, dann trage ich die Estée Lauder Double Wear Foundation, weil ich einfach 100% weiß, sie lässt mich nicht im Stich. Aber zu 99,99% lässt mich auch die Matte & Poreless von Maybelline nicht im Stich. Und ich trage im Alltag auch sehr, sehr gerne diese, das ist jetzt zum Beispiel die Farbe Peach Puff. Und es ist vom Geruch her, sind die Gigi Hadids genau die gleichen. Das heißt, sie haben an der Formulierung gar nichts geändert. Ach so, was ich vergessen hatte. Dieses Packaging ist extra natürlich für die Gigi Hadid Kollektion gemacht. Ich finde den Preis sehr, sehr gut. Sehr kontrovers besprochen war einfach auch die letzten Male, wo ich jetzt die Videos von Tati und so gesehen habe.
Die haben auch Lipswatch-Videos gemacht und das Problem war, sie haben halt gemeint, dass sie diesen Preispunkt nur bei den Lippenstiften gerechtfertigt finden. Also so ein normaler Matter kriegt ihr teilweise für 6,99. Das ist für mich ein sehr guter Preis. Inklusive aber einem Lip Liner 10,99 zu verlangen, ist gar nicht so viel. Die sollen wohl auch komplett in den DM und die Müllers und so kommen. Ich denke mal, da wird es bestimmt so einen schönen Aufsteller zu geben. Ich, wie gesagt, konnte halt nicht warten. Ich habe es mir bei Douglas bestellt, habe halt 15% noch gespart, habe halt 9,34 für ein Set bezahlt. Und das, muss ich sagen, ist überhaupt nicht zu viel. Also ich finde die Verpackung sehr, sehr schön. Sie haben sich halt was einfallen lassen, auch dieses zarte Rosa. Sie haben zum Beispiel auch hinten eine Instruction draufgeschrieben, wie ihr praktisch die Produkte benutzen könnt. Aber hey, wir sind ja alle erwachsen, wir wissen, wie wir Lip Liner und Lippenstifte benutzen können. Und ich muss sagen, diese ganzen Verpackungen und so sind sehr, sehr hochwertig gemacht, auch ganz toll. Maybelline hat für mich die schönsten Lippenprodukte. Die einzigen, die ich nicht mag, sind die Vivid Matte Liquids, weil die halt überhaupt nicht matt sind und auch gar nicht halten. Muss aber auch dazu erwähnen, dass ich die halt auch einfach nur so trage, um nicht zu erwarten, dass die ewig halten. Die Lippenstifte sind auch nicht, auf Englisch gesagt, transferproof. Das bedeutet, dass die halt, sie sind halt cremig. Das ist halt keine Liquid Lipstick. Das muss man hier auch erwähnt haben. Also keine Hoffnung, dass ihr essen könnt, Party machen könnt und nach 10 Stunden immer noch den Lippenstift drauf habt. Es ist und bleibt halt einfach nur ein Lippenstift und deswegen müsst ihr das einfach bei eurem Tragegefühl berücksichtigen. Es ist ein sehr, sehr leichter Lippenstift. Er fühlt sich sehr, sehr, sehr toll an. Auch beim Auftrag, das seht ihr ja auch gleich bei den Lipswatches. Der ist so durchgängig und toll pigmentiert. Und ich habe jetzt zum Beispiel mal die Farbe Austin, also die Form, die ist auch cool. Also ihr kommt mit dieser Spitze sehr, sehr gut in euer Lippenherz rein und könnt die auch sehr, sehr gut ausmalen. Leute, meine Nase läuft heute wieder. Auch die Verpackung ist sehr hochwertig gemacht. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt enttäuscht bin von der Kollektion. Überhaupt nicht. Es soll wohl noch zwei Lippenpaletten, also nicht Lippenpaletten, sondern zwei Lidschattenpaletten geben und eine Jet-Setter-Palette. Die Jet-Setter-Palette kostet aber fast 27 Euro. No. Also ich werde diese Palette garantiert nicht kaufen, weil ich finde das sehr, sehr viel Geld für nur eine Palette oder nur für einen Lippenstift, Lidschatten und Bronzer Blush Palette. Ich persönlich muss halt sagen, ich habe sehr, sehr viele Sachen zu Hause und ich stehe überhaupt nicht auf diese All-in-One-Paletten. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr einen Fernseher kauft mit Videorekorder, DVD-Player, Blu-ray-Player. Die Sachen funktionieren alle zu 50%, aber nicht zu 100%. Ich habe jetzt von den ganzen Videos aus Amerika, weil dies halt jetzt nur in Amerika gegeben hat, nur gesehen, dass die Sachen vom Highlighter her wohl sehr gut sein sollen, aber der Blush, es ist nur ein Blush drin, es ist nur ein Bronzer drin und es sind halt Lidschattenfarben dabei, die mir gar nichts helfen. Also die sind für mich nicht sehr ansprechend, muss ich sagen. Und einfach auch die Selektion der Farben ist für mich jetzt auch nicht so, dass es zu jedem passt. Also zum Beispiel jetzt so ein Augenlook könnt ihr mit der Palette 100% schminken. Ich habe die heute mit der Naked Heat, also mit der Naked Heat Palette von Urban Decay geschminkt und habe dann praktisch hier im Zentrum mit Concealer, mit dem Finger praktisch das so ein bisschen heller gemacht, damit das nicht gar so erschlagen aussieht. Und weil ich jetzt nicht wusste, wie stark die Lippenfarben rauskommen. Aber trotz allem kann man halt nicht sagen, dass die Jet-Setter-Palette sich für 30 Euro lohnt. Da würde ich halt lieber 30 Euro ausgeben für diese NYX Element-Paletten. Die sind natürlich auch sehr teuer. Die mit 29 Euro, ihr müsst halt ein bisschen so warten auf Douglas, bis die mal 20% online geben. Ich behalte auch immer diese, ich weiß gar nicht, wo habe ich den hin? Ich glaube, den habe ich hier oben reingeschmissen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Coupon bekommen. Da könnt ihr auf eines eurer Lieblingsprodukte 15% sparen und zwar in der Filiale selber. Und das mache ich auch meistens, wenn ich dann weiß, okay, ich will jetzt nur ein Produkt, was ein bisschen mehr kostet, dann nutze ich die auch. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese ganzen Lipswatches auch sehr weiterhelfen. Ich kann halt echt nur sagen, ich bin so verliebt. Es gibt keine Farbe von allen sechs, die ich hässlich finde. Das erste, was ihr seht, ist ein Nude-Ton und zwar in der Farbe, jetzt muss ich überlegen, McCall, das ist dieser hier.
Das ist der erste. Das ist ein sehr helles Nude, aber ich muss sagen, er ist sehr hell für mich. Also er ist nicht sehr hell vielleicht für andere, aber für mich ist er halt sehr hell. Auf der Packung, der kommt der Farbe schon sehr nah, aber er ist wirklich sehr Concealer-farben, sag ich mal. Den zweiten, den ich genutzt habe, ist die Farbe Tora. Das ist ein sehr schöner Mauve-Ton, also mauvig, aber immer noch ins Braun-Beige gehende. Ist schon besser wie der erste, wie der McCall, weil er ein bisschen mehr schön auf meiner Haut aussieht. Und welch einen, den ich sehr, sehr cool finde, ist die Farbe Erin. Und zwar ist das ein sehr, sehr dunkles Mauve mit so einem bräunlich-lila Stich. Und ich finde den sehr, sehr schön. Ihr werdet es auch sehen. Ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich auch Glück gehabt, dass ich jetzt einen Hautton von meiner Mama vererbt bekommen habe, wo ich halt auch eigentlich fast alles tragen kann, außer Blau, das steht mir gar nicht. Also blaue Lidschatten gehen bei mir nur in Kombination mit Smoky Eyes. Ansonsten sieht das von mir echt ganz schlimm aus. Aber den fand ich auch sehr schön. Dann muss ich jetzt mal überlegen, welcher Farb. Ich glaube, ich habe dann hier weitergemacht mit Lani. Lani ist ein noch mauvigeres Mauve. Ist aber schon in ein Dunkelrot übergehend. Also ihr habt praktisch richtig von Nude bis diese Farbe ganz tolle Abstufungen drin, wo ihr halt praktisch für Events, also das ist zum Beispiel jetzt kein Alltagslippenstift. Das ist ein Lippenstift, den ihr, ich sag mal, als Statement tragt. Und zwar habe ich einen von Colourpop, der kommt dem schon sehr nahe. Oder dieser von I Love Sarahi, der ist auch zum Beispiel. Also diese beiden dazwischen oder übereinander getragen, könnte das rauskommen. Ich habe praktisch die Option noch als Liquid Lipstick, um die Langlebigkeit ein bisschen zu verlängern. Das ist einmal die Farbe Revere von Colourpop aus der Kathleen Lights Kollaboration und einmal die Farbe Arriba von I Love Sarahi. Das sind zwei super schöne Lippenstifte, die gibt es auch aktuell im Colourpop Online-Shop. Und ich finde die zum Beispiel sehr, sehr schön. Ich mag dieses Orange-Rot. Also ich finde, wenn ihr halt so einen ganz minimalen Look habt wie ich jetzt, sogar vielleicht sogar das noch wegmacht, also praktisch nur einen schwarzen Wing zieht und dann irgendwie tolle Locken oder so, sieht das unnormal schön aus. Und da muss ich immer noch dazu sagen, dass praktisch das ja ganz typabhängig ist, was euch gefällt. Wie gesagt, Lani fand ich auch sehr schön. Ist halt so ein Mauve, aber in Richtung Dunkel-Bordeaux-Rot. Dann habe ich praktisch hier die Farbe Cahir. Cahir ist schon so ein richtig Classic Red, so ein Marilyn Monroe Red. Das sieht man jetzt hier auf der Packung gar nicht. Das ist auch nicht ganz die Farbe. Das ist jetzt kein Orange Red, aber das ist einfach ein Classic Red. Das ist einfach ein Red, was absolut zu jedem Menschen passt. Ich finde, ich habe auch keine Frau bis jetzt je in meinem Leben kennengelernt, der rote Lippenstift nicht stehen. Es gibt ja dieses Rot. Es gibt ja Dunkelrot. Es gibt ein Classic Red. Es gibt dieses Marilyn Monroe Red. Und das kommt dem schon sehr nah. Mein persönlicher Favorite, den habe ich ja auch auf den Lippen gelassen, ist einfach Austin. Ich finde die Farbe unnormal schön. Also wie gesagt, das ist ja diese Farbe, die ich auf dem Tisch habe. Das muss einem gefallen. Also das kann einem gefallen, muss aber nicht. Mir gefällt der unnormal gut. Es sieht auch sehr schön auf meiner Vanity aus, auf meiner Ausstellung. Ich zeige es euch mal real quick, wie das so auf meinem Tisch aussieht, weil ich finde, das spielt auch So, keine da Rolle. seht ihr, wie das jetzt zum Beispiel auf meinem Tisch aussieht. Also, wenn das keine schönen Lippenstifte sind, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also, das sind sehr, sehr coole Töne und ich meine, hier seht ihr auch oben die Farben und es macht halt auch was her. Also das sind auch so kleine Argumente, wo ich jetzt sage, also wenn es jetzt echt schön aussieht, hups, das muss ja andersrum. Sonst, also ich mache das immer so, dass ich die auf den Kopf stelle, damit ich die Farben oben sehen kann. Ich finde auch, das ist ein Argument für einen Kauf, dass wenn die Lippenstifte sehr gut sind und sogar noch schön auf eurem Tisch aussehen, dass sie halt irgendwo auch eine Art Sammlerwert bekommen. Das ist einfach so.
Thank you.
ich wieder. Ich hoffe, diese schönen Lip Swatches haben euch Spaß gemacht. Meine Lippen schreien leider SOS. Das habe ich aber sehr gerne gemacht für euch, damit ihr einfach wisst. Wie gesagt, diese Lippenstifte kosten 10,99 €. Ich weiß aber nicht, ab wann sie im DM erhältlich werden. Ich lade euch das Video recht aktuell hoch, also so, dass ihr auch direkt schauen könnt danach. Wie gesagt, bei douglas.de könnt ihr die auf jeden Fall schon erwerben. Ich weiß natürlich nicht, ob sie schon ausverkauft sind oder so. Wie gesagt, die roten Lippenstifte kommen in einer goldschimmernden Verpackung und die nudefarbenen kommen so in einem Silber. Ich werde auch alle Verpackungen behalten, weil ich die sehr, sehr, sehr schön finde. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und vor allen Dingen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ganz neu oder noch unabonniert auf meinem Kanal umschleichst. Was fällt dir ein? Dass du einfach den Kanal auch gerne abonnierst. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Da seht ihr, der ist nicht fest. Ciao!